Diese Datei enthält vermutlich Inhalte, die nicht von der Schülerin selber stammen. Zwar ist es durchaus möglich, mal etwas zu kopieren, aber dann braucht es immer eine sogenannte Quellenangabe, das heißt, du musst darunter schreiben, woher du diesen Text oder dieses Bild entnommen hast. Und das wurde offensichtlich in dieser Datei unterlassen. In den folgenden Minuten möchte ich dir ein paar Tricks zeigen, wie man das einfach herausfinden kann. Zunächst einmal schaue ich auf den Text und hier verraten diese lateinischen Begriffe in Klammern, dass das möglicherweise nicht die Sprache einer Schülerin oder eines Schülers ist. Wenn wir jetzt aber wissen wollen, woher es geklaut wurde, so reicht es, wenn man einen typischen Satz aus dem Text kopiert mit Befehl C und anschließend danach sucht mit Anführungszeichen, jetzt füge ich den ein, und Schlusszeichen. So sucht mir Google, wie wir schon mal gelernt haben, nach diesen Worten in dieser Reihenfolge, sprich nach genau diesem Satz. Und man sieht sofort, ah, das ist von Wikipedia geklaut. Aber gleichzeitig sehen wir, dass verschiedene weitere Seiten ebenfalls diesen Text enthalten. Genau in diesem Wortlaut schauen wir mal diesen Text hier an. Du siehst, ein bisschen weiter unten erscheint dieser Text wiederum. Aber auch hier keine Angabe, woher der Text kommt. Und das ist natürlich vollkommen falsch. Das gehört sich nicht. Aber auch bei Bildern kann man herausfinden, wo sie entnommen wurden. Mit einem Rechtsklick jetzt bei Word kannst du das Bild speichern, als Bild speichern. Wähle hier, wenn möglich, als Format JPEG. Gib irgendeinen Namen mehr. Und ich speichere es auf den Schreibtisch. Und wenn wir jetzt wieder zu Google zurückgehen, gehen wir zur Bildersuche. Hier klicke ich auf dieses Kamerasymbol im Eingabefeld und ich lade das Bild hoch, Bild hochladen. Und jetzt zeigt mir Google Bilder, die sehr ähnlich sind und du siehst sofort, ah ja, dieses Bild kommt auf mehreren Seiten vor, auch hier wieder haben einige Seiten das Bild bei anderen geklaut. Ob sie dann korrekt diese Quelle angeben oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Übrigens reicht es nicht einfach die Quelle anzugeben, wenn man etwas im Internet veröffentlicht, sondern man muss ausdrücklich die Bewilligung haben. Es gibt spezielle Seiten, auf denen die Bilder gratis zur Verfügung gestellt werden, solange man den Namen angibt, aber bei diesem Bild ist das definitiv nicht der Fall. Und hier unten, und das ist vielleicht gerade auch noch interessant, findest du verschiedene weitere Beispiele, die eben sehr ähnlich sind, hat zwar vielfach nichts mit Meerschweinen zu tun, aber rein von der Farbgebung her ist es sehr vergleichbar mit diesem Bild und das kann manchmal ganz praktisch sein.